Rund 400 Millionen wahlberechtigte Bürger in 28 Mitgliedstaaten der EU. Die Europawahl ist eine Mammutveranstaltung und die hat heute begonnen. Um insgesamt 751 Mandate im EU-Parlament geht es, der einzigen Institution der Union, die direkt von den Bürgern gewählt wird. Und so funktioniert sie, die Europawahl. In Deutschland hat jeder Wahlberechtigte eine Stimme. Zur Wahl stehen Parteien mit einer festgelegten Kandidatenliste. Je mehr Stimmen eine Partei bekommt, desto mehr Kandidaten kann sie ins Europaparlament entsenden. Jedes Land wählt für sich nach eigenen Regeln und entsendet am Ende seine Abgeordneten. Wie viele das insgesamt sind, steht allerdings schon vor der Wahl fest, denn das richtet sich nach der Einwohnerzahl. Für Deutschland, dem bevölkerungsreichsten EU-Mitglied, sitzen insgesamt 96 Abgeordnete im Parlament. Kleine Länder wie Luxemburg oder Zypern schicken 6. In Deutschland wird sonntags gewählt, in einigen Ländern traditionell am Donnerstag, Freitag oder Samstag. Deshalb dauert die Europawahl mehrere Tage. 2014, bei der letzten Europawahl, lag die Wahlbeteiligung in Deutschland bei 48%. Zum Vergleich, in Belgien gingen rund 90% wählen, in der Slowakei 13%. Und es sind Niederländer und Briten, die traditionell eher am Donnerstag wählen. Und deshalb sind sie im großen Europawahlreigen heute auch die Ersten, die ihre Stimme abgeben. In Großbritannien musste die Wahl ja eher kurzfristig angesetzt werden, weil es immer noch gewaltig hakt beim geplanten Ausstieg aus der EU. Und gerade hat der Streit über den Brexit-Kurs auch in der Regierung zu weiteren Konsequenzen geführt. Noch ein Mitglied des Kabinetts von Premierministerin May ist zurückgetreten. Gestern Abend erklärte die Ministerin für Parlamentsangelegenheiten Letsem, sie könne den Kurs von May nicht länger mittragen. Diese war zuvor auch mit der aktuellen Fassung ihres Austrittsplans im Parlament auf Ablehnung gestoßen. Nach einem Bericht der Zeitung The Times könnte May noch in dieser Woche ihren Rücktritt ankündigen, so wie auch weitere Minister. Dass die Briten trotz wahrscheinlichen EU-Austritts nun doch Abgeordnete für das Europaparlament wählen, erscheint vielen absurd. Großes Getöse im Wahlkampf gab es trotzdem, zum Beispiel von Nigel Farage, dem Gründer der Brexit-Partei. May dagegen hielt sich eher zurück. Nun droht die Wahl für die großen Parteien zur Schlappe zu werden. Wenn einer in Wahlkampflaune ist, dann er. EU-Gegner Nigel Farage tingelt und tingelt, immer im direkten Kontakt. Jeden Tag ist er woanders. Der Brexit ist der einzige Weg. Mehr als diese Botschaft braucht er nicht. Verknüpft mit einem Dauerlächeln, einem unbestrittenen Showtalent und Häme. Alle haben immer gesagt, sie würden das Ergebnis des Referendums akzeptieren. Aber diese unglaubliche Wahlsiegermaschine, genannt Theresa May, Gott, sie ist doch hoffnungslos, oder? Aus dem Stand liegt Nigel Farage mit seiner neu gegründeten Brexit-Partei in den Umfragen weit vor den anderen Parteien in Großbritannien. Er ist der Einzige, den man wählen kann. Er ist der einzige Politiker seit Jahren, der sagt, was er meint und es auch durchzieht. Er hat eine tiefe Überzeugung und versteht die Menschen sehr gut. Er versucht, ihre Wünsche umzusetzen. Und so sieht im Gegensatz der bisher einzige Auftritt von Theresa May aus. Die britische Regierungschefin hat schlicht keine Lust auf die Europawahl. Ihre Partei ist durch den Brexit zerrissen. Es fehlt an einer gemeinsamen Linie. Ich möchte, dass die Wähler uns Konservative wählen, weil nur die Konservativen den Brexit umsetzen. Niemand sonst kann den Job erledigen. Nigel Farage kann das nicht. Alle paar Jahre taucht er mal auf. Er arbeitet nicht konstruktiv im nationalen Interesse. Theresa May lässt die Wahl laufen und nimmt hin, dass sich ihre Anhänger anderen Parteien zuwenden. Es droht eine historische Schlappe. Auch die andere große Partei, Labour, verweigert das Mitmachen. Chef Jeremy Corbyn tritt zwar auf, aber beim Brexit-Thema ist sich auch seine Partei uneins. Für die Wahl nur Wünsche. Bei der Europawahl ist es wichtig, dass wir möglichst viele Stimmen für unsere Kandidaten bekommen. Zulauf haben die sonst eher unbedeutenden Parteien, aber mit klarer Botschaft. Stop Brexit. Auch die Liberaldemokraten sind in Wahlkampflaune. An jeder Tür wird geklingelt.
Wir haben eine simple Botschaft: Stoppt den Brexit. Und das gibt uns die Energie, zu kämpfen. Für die großen Parteien droht die EU-Wahl bitter zu werden. Aufschwung haben die kleinen. Und Nigel Farage, der immer gut gelaunt ist, außer jemand attackiert ihn im Wahlkampf mit einem Milchshake. Auch in anderen Ländern setzen Parteien auf EU-Kritik und Skepsis. Zu bürokratisch sei Brüssel, nicht nah genug an den Menschen und deren Problemen und es gebe zu viele Streitereien. Das sind wohl die häufigsten Vorwürfe an die Adresse Brüssels. In einigen Mitgliedsländern regieren die EU-Kritiker bereits, in anderen sitzen sie in der Opposition. Ein Überblick. Die Europawahlen gelten als Schicksalsentscheidung für die EU, denn in einigen Mitgliedsländern regieren die EU-Skeptiker bereits mit. Das sind derzeit Polen, Tschechien, Ungarn und Italien. Großbritannien steht kurz vor dem EU-Austritt. Auch die Liste der Länder, in denen EU-skeptische oder rechtspopulistische Parteien mitregieren, wächst. In Österreich zum Beispiel war bis soeben die rechtspopulistische FPÖ als Koalitionspartner in der Regierung und hielt sich mit ihrer Kritik an der Politik aus Brüssel nicht zurück. Dazu kommen die Staaten, in denen starke EU-Skeptiker im Parlament sitzen, wie zum Beispiel in Deutschland im Bundestag. Da bildet die AfD die größte Oppositionsfraktion. Sie lehnt die EU als politisches Bündnis ab. Europa hat keinen leichten Stand bei den Bürgern, Beispiel Ungarn. Viktor Orban hat Brüssel längst als Feindbild aufgebaut. Zu Hause wird er dafür beklatscht. Die Politiker in Brüssel reagieren mit Verfahren gegen ihn, wegen schwerwiegender Verstöße. Beispiel Italien. Die neue Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechtsextremer Lega ist auf Konfrontationskurs. Mit ihrer Flüchtlings- und Haushaltspolitik provoziert sie die anderen EU-Mitglieder. Jüngstes Beispiel: Estland im Baltikum. Die EU-kritische Partei ECRE zieht in die Regierung ein, stellt 5 Minister. Die Partei hatte unter anderem den Austritt Estlands zum Wahlkampfthema gemacht. Wenn sich nach den Wahlen das neue EU-Parlament formiert, wird sich zeigen, wie viel Handlungsspielraum der EU bleibt.